Okay. Hallo, ich vermute, die meisten von euch kennen mich noch nicht. Ich bin Emil. Ja, trotz meiner Frisur bin ich kein Nazi. Das passiert, wenn man sich selbst die Haare schneidet. So, ja genau. Ich programmiere ganz gerne, mag Kryptografie ganz gerne, deswegen auch mache ich heute was mit Bitcoin. Ja, ich erkläre ein bisschen was zur Entwicklung mit Bitcoin, wie man sein eigenes Zahlungsgateway damit einbindet. Mache ich noch ein kleines Live-Coding später. Ja, so, dann erstmal, warum dieser Vortrag? Letzten Endes wird dieser Vortrag darauf hinauslaufen, dass ich nur erkläre, wie man eine API benutzt. Aber es ist halt so, die Bitcoin-API funktioniert halt ein bisschen anders als klassische APIs, weil viele wissen von euch vielleicht, Bitcoin ist dezentral, gibt niemanden, den das gehört, also es gibt auch keinen offiziellen Server, an den du irgendwie eine Anfrage schicken kannst, der dir noch was zurückgibst. So. Deswegen beginnt das Ganze. Ich habe nämlich auch manchmal interessiert, wie das Ganze funktioniert mit der Entwicklung, sonst würde ich den Vortrag nicht halten. Und da hatte ich halt überhaupt keine Idee, wo ich starten sollte. Ich hatte erst die Idee, irgendwas aus den Binärblöcken rauszulesen, aber das hat nicht ganz so geklappt. Und dann habe ich aber erkannt, dass Bitcoin Core dafür auch eine sogenannte JSON-API bietet. So, dann sind noch ein paar kleine Anforderungen. Ich hoffe, dass ihr alle Grundkenntnisse in der groben Funktionsweise von Bitcoin und der Blockchain habt, also wie das jetzt ungefähr funktioniert. Kenntnisse von APIs und JSON, das sollte eigentlich bekannt sein. Und dann noch ein Bitcoin Fullnode. Vielleicht wissen, wer jetzt nicht weiß, was ein Fullnode ist. Bei Bitcoin gibt es aktive und passive Benutzer. Passive sind einfach nur Leute, die Bitcoins haben, die vielleicht ein bisschen rum sind oder auch ein Light Wallet benutzen. Und Fullnodes, also aktive Bitcoin-Benutzer, sind die Leute, die ein sogenanntes Fullnode haben. Ein Fullnode ist ein Benutzer, welcher die gesamte Blockchain auf seinem Computer abgespeichert hat und ist ein gleichberechtigtes Mitglied im Bitcoin-Netzwerk, also ein vollwertiges Mitglied sozusagen. So eine Software kann sich jeder runterladen. Die bekannteste ist Bitcoin Core mit einem Marktanteil von 98%. Genau, wir benutzen in diesem Vortrag Bitcoin Core, das könnt ihr euch hier runterladen, bitcoincore.org. Wir arbeiten im Bitcoin-Testnet, da das Ganze sonst ziemlich teuer wird. Und wir lassen unser Node im sogenannten Prune-Modus laufen. Prune-Modus, wer das nicht weiß. Die Bitcoin-Blockchain ist mittlerweile über 200 GB groß. Und die komplett abzuspeichern, das wird dieser Laptop hier nicht packen. Deswegen gibt es den sogenannten Prune-Modus. Damit werden alte Blöcke wieder rausgelöscht. Ich habe hier die Prune-Konfiguration auf 1 GB gestellt, sprich, es werden nur die neuesten 1 GB an Blöcken behalten und die anderen werden wieder gelöscht. So. Hier ist meine Konfigurationsdatei, dazu sage ich noch was. Also mittlerweile sieht sie ein bisschen anders aus, weil halt noch eine Prune-Option dabei ist, aber die nimmt sie nicht so viel. Testnet ist halt auf 1 gesetzt, ist klar, damit wir im Testnet sind. Und da gibt es hier diese Test-Sektion, sprich, die wird nur ausgeführt, wenn hier Testnet 1 auch aktiviert ist. Genau. Server halt, dass wir darauf mit API-Anfragen senden können. Dann halt noch die RPC-Credentials, Nutzername, Passwort und dann noch der Port. Ich habe hier noch in meiner. Wo ist denn die? So, das ist meine. Ich habe hier noch ein RPC-LOIP, sprich, dass sie sich nur von dieser IP hier zulassen werden. So, und jetzt hier ein Zitat von Satoshi Nakamoto, dem Bitcoin-Erfinder. Ich bin besser mit Code als mit Worten, also zeige ich es auch am besten jetzt noch mein Codebeispiel, wie das Ganze funktioniert. So, ich mache das Ganze in PHP. Dafür aktiviere ich mir hier erstmal einen Webserver. Kannst du das größer machen? Jo, kein Problem. Also, ich mache hier nicht wirklich viel im Terminal, aber. So. Nee. MariaDB. Das ist das Ganze ja jetzt. So, dann öffnen wir jetzt nochmal einen Editor. Ich öffne ein anderes Verzeichnis hier. So. Also, bisher sieht das Ganze wie folgt aus. So. Genau. Bisher habe ich hier nur eine Testseite programmiert, auf der man. Ah, ich lösche mal kurz den. Ja, ich lösche mal kurz die Datenbank. Da sind noch ein paar Testanträge drin. So. Gut. Also hier nur eine ganz Beispielseite. Da kann man sich halt registrieren. Mache ich mal das altbewährte Passwort 12345. So, wiederholen. So, jetzt wurde der Account erstellt. Wir können das hier auch nachgucken in der Datenbank. Alles gut soweit. Und dann können wir uns noch einloggen.
So, mehr ist hier nicht. Das ist einfach nur eine geschützte Seite, die man nicht aufrufen kann, wenn man nicht eingeloggt ist. So, jetzt nochmal kurz zur Tabellenstruktur etwas. Hier gibt es eine sogenannte Nutzer-ID mit Auto-Increments, selbsterklärend. Dann der Benutzername, dann das Passwort als ein Hash. Das Adressenfeld und das Spendenfeld, darauf kommen wir später nochmal zurück im Live-Coding. So, und das machen wir jetzt. Wie bauen wir jetzt hier genau ein Zahlungsgateway ein? Dafür müssen wir halt mit dieser sogenannten API interagieren. Ich mache hier mal kurz ein Beispiel. Nein, hier. So. Nee, wo ist denn die Dokumentation? Hier. Gut. Also. Dann können wir hier uns zum Beispiel jetzt über, wie soll ich das am besten erklären? Also, diese Anfragen werden über Curl gesendet. Und das funktioniert wie folgt, da werden diese Daten hier gesendet als JSON. Dann enthält eigentlich nur die JSON-RPC-Version. Dann der Client-Name, der ist unwichtig. Und dann die Method und die Parameter. Method ist halt getBlockCount. Das zeigt uns in dem Beispiel jetzt die Anzahl der Blöcke an, wie viel es gerade gibt. Und dann auch die Parameter. Die Funktion hat keine Parameter. Alternativ lässt sich das auch über einen sogenannten Befehl aufrufen. Das Ganze heißt Bitcoin CLI. So. Das ist eigentlich nur so ein Wrapper für die API, halt nur für als Befehl. Und um das jetzt hier zu demonstrieren. Peinlich. Ich hab den Bitcoin Daemon gar nicht am Laufen. Wer jetzt nicht weiß, was das Ganze ist. Bitcoin Core besteht aus zwei Programmpaketen, Bitcoin Qt und Bitcoin D. Wie ihr ahnen könnt, ist Bitcoin Qt, basiert das auf Qt und das ist halt das Bitcoin Wallet mit schönem Qt Interface und allem. Und Bitcoin D ist halt Bitcoin Qt ohne Qt sozusagen. Läuft halt, kann man halt als Daemon benutzen. Und den starte ich jetzt so. So. Und dann müsste ich jetzt auch in ein paar Sekunden das hier benutzen können. Aktuell geht das noch nicht, weil der Server halt gerade am Starten ist. So. Dann warte ich jetzt noch mal ein paar Sekündchen. Nein. So. Hoffen wir mal, dass es jetzt klappt. Ja, so. Jetzt haben wir hier den aktuellen Blockcount. Und den können wir uns halt jetzt auch über die API aufrufen. Wie das Ganze funktioniert, das zeige ich jetzt hier mal mit dem schönen Curl-Befehl, den ich jetzt kopieren und pasten werde. So. Geht wie bereits gesagt auch mit JSON. Und beziehungsweise Curl. Und dann gebe ich jetzt hier als Username einfach nur mal den an, den ich in der Config-Datei auch angegeben habe. Emil in dem Fall und Passwort. So, bekommen wir das hier auch als JSON-Wert zurück. Der ist ganz wichtig, denn wir müssen das dann noch in PHP parsen, dass wir den Result Key rausbekommen. Gut, ich habe hier einen Wrapper geschrieben. Das ist einfach nur, Spaghetti-Code. Und der macht einfach nicht mehr, der bietet nicht mehr als eine Klasse, welche dann hier einen Curl-Befehl als Syscall anwendet. Gibt bestimmt schönere Methoden in PHP, aber ich mache jetzt hier einfach einen Syscall mit, das sind jetzt einfach die Methoden aus dieser API hier, wie zum Beispiel, was gibt's denn hier? GetBestBlockHash finden wir dann auch hier bei, ganz oben bei GetBestBlockHash. Sind auch die gleichen Parameter wie in der Dokumentation. Gut, dann verwenden wir das mal. Also, ich hatte die Idee, dass man das am besten so verwendet, wenn wir jetzt hier ein Payment Gateway einbauen, sollten wir jedem Benutzer, wenn er sich direkt registriert, direkt eine Adresse geben. Das können wir hier machen, indem wir hier einfach im wie bereits gesagt, ich habe hier schon ein Registrierungsformular gebaut. Können wir uns hier einfach eine neue Adresse generieren. Und das machen wir dann hier. Na, Mist, habe ich gerade vergessen. Dafür müssen wir hier erstmal nochmal diese Klasse einbinden. So. Und dann erstellen wir ein neues Objekt. Und dann RPC-Server. So, und Passwort. Ich bitte jetzt mal darum, dass sich keiner anmeldet und Private Keys klaut. Gut. Und dann können wir jetzt. Ist nur zu Testzwecken. Aber ich sollte eigentlich LAN-Zugriffe blockieren, aber trotzdem. Man weiß ja nie. Also, dann können wir jetzt hier rüber uns eine neue Adresse generieren. Ich erkläre euch, warum dieses JSON-Decode nochmal.
Dafür gibt es die Methode Get New Address. Hier, wie bereits gesagt, steht auch in der Dokumentation. Get New Address steht hier irgendwo genau. Ist halt, wie bereits gesagt, nur ein stinklangweiliger Rapper, den ich hier geschrieben habe. Und dann können wir uns hier noch ein Label geben. Die werden intern dann für uns organisiert mit den Labels. Also wir können dann hier zum Beispiel einen Nutzernamen anwenden. Ja, den hole ich hier aus dem Formular, falls ihr das noch nicht gemerkt habt. Gut, und dann... Eigentlich sollte ja das hier nur ausreichen. Das Problem ist, wie ihr bereits gesehen habt, bekommen wir so ein... Wo war das denn? Genau, dann bekommen wir so einen JSON-Wert zurück. Und der Rest dekodiert halt dieses JSON und nimmt halt dann diesen Wert, der halt bei Result rauskommt. In dem Fall ist das halt eine Adresse, weil wir uns eine Adresse generieren lassen. So. Und dann fügen wir die Adresse natürlich noch in der Datenbank ein. So. Address und dann jetzt auch noch hier in dem Statement. Address. Gut. So. Was jetzt? So. Dann lösche ich jetzt mal hier die Benutzer wieder raus, das, weil wir müssen an neuer Stelle der eine Adresse bekommt. So. Dann erstellen wir uns einen neuen Account. Mist. Was ist denn jetzt passiert? Ich gebe mir mal sicherheitshalber kurz die Adresse aus. Oder nee, ich nutze einfach mal lieber hier die Backticks, das wäre glaube ich ein bisschen sicherer. So, hoffen wir mal, es klappt jetzt. Aber ich gebe das auch sicherheitshalber nochmal aus. Okay, immer noch ein Fehler, das ist nicht gut. So, dann lusche ich mal kurz in meiner Lösung. Kann es sein, dass es einfach für eine Passwortbegrenzung oder sowas? Nein. Okay. Im Moment ist seine Adresse 0, das JSON Decode. Ich kann es kaum lesen. JSON, ich mach mal größer. Wo habe ich denn jetzt das Terminal? So. War eigentlich genau dasselbe. Schauen wir mal hier oben. Ich kopiere mal lieber das hier. So. Vielleicht habe ich einen Tippfehler gemacht. Das könnte sein. Und dann, das entferne ich auch mal lieber. Das habe ich nämlich in der Lösung auch nicht. So, tut mir leid für diese kleinen Strapazen, aber hoffen wir mal, dass es jetzt geht. Ja, jetzt klappt's und hier bekommen wir auch eine neu generierte Adresse raus. Und wenn wir in die Tabelle gucken, in die Datenbank, steht das ja auch drin, dass das jetzt die Adresse des Users ist. So, dann können wir uns mit dem jetzt auch anmelden. Oh ja, das war noch das Registrierungsformular. So, ja, das ist jetzt diese Home-Seite, ist gerade noch ganz leer. So, und da können wir uns jetzt zum Beispiel hier die Balance ausgeben lassen. Ich kopiere mir das hier nochmal kurz rüber. Gut. Und dann können wir zum Beispiel sowas machen, wie wieder hier dieses JSON-Decode nehmen. Gut, dann wieder die Funktion, dann zum Beispiel die Funktion Bitcoin GetBalance und dann wieder das Result. So, und wenn wir uns das jetzt hier irgendwo ausgeben lassen, wo ist eine schöne Stelle? Hier. Gut, wird gleich nur ein bisschen problematisch, erkläre ich aber dann. Dann bekommen wir jetzt hier die Balance. Oh ja, stimmt. Ich habe vergessen, das Wallet zu resetten, als ich ein bisschen getestet habe. Sollte ich vielleicht kurz machen. Wo habe ich denn das? Das kann ich mal schließen.
Kann ich auch schließen. So, genau. Stoppe ich das nochmal kurz, den Server. Und dann gehe ich ins Bitcoin-Verzeichnis und lösche mir hier die Wallets raus. Gut. Ne, da war es nicht drin. So. Und dann kann ich das jetzt auch wieder starten. Bitcoin D streamen. So, dauert jetzt kurz ein bisschen, bis der Ganze wieder hochgefahren ist. Aber sollte jetzt eigentlich auch nicht so lang gehen. So lang dauern. So, Problem ist nur, wir schauen uns in der Zwischenzeit mal die API an. Mit GetBalance, was ich gerade gezeigt habe. Wo haben wir es denn hier in der Dokumentation? Mit GetBalance kriegen wir das Vermögen, das Guthaben, genau, von dem gesamten Wallet raus. Und das wollen wir nicht, weil jeder User soll ja eine eigene Adresse hier bekommen und wir müssen das von einer Adresse rausbekommen. So, da gibt es natürlich ein paar Methoden, wie zum Beispiel, was gibt's denn hier? List Address Groupings, das zeigt mir zum Beispiel alle Adressen an, mit deren Amount. Ist aber auch ein bisschen problematisch und ich bin nach langem Rumprobieren auf das Ergebnis gekommen, dass Get Received by Address die beste Lösung ist. Mit Get Received by Address geben wir halt eine Adresse als Parameter ein und kriegen dann das gesamte Guthaben, das jemals an diese Adresse geschickt wurde. So, und wenn der Nutzer dann was von dieser Adresse ausgibt, steht das aber immer noch da. Sprich, der Benutzer bekommt 2 Bitcoins, gibt dann einen davon aus, dann steht immer noch 2. Und deswegen habe ich hier die Spended Value hinzugefügt. Sprich, wenn der Benutzer dann in unserem Shop etwas kauft, für einen Bitcoin zum Beispiel, und er hat 2, dann wird hier ein Bitcoin hinzugefügt und in der letztendlichen Summe wird dann die Return Value von Get Received by Address, also dann wird das hier, der Spended Wert, von diesem Wert hier abgezogen. Gut, das probieren wir jetzt mal kurz aus. Ich habe gerade noch einen Fehler gemacht. Wir haben jetzt das Wallet gelöscht, deswegen musste ich mir einen neuen Benutzer erstellen, wegen der Adresse. So. Nochmal einloggen. So, gut. Jetzt steht ja auch wieder 0. So. Entferne ich das hier nochmal kurz. So, und dann können wir jetzt hier sowas machen wie H1 Deposit. Sprich, dann kriegt der Benutzer seine Adresse, an die er seine Bitcoins dann überweisen kann. Dann haben wir hier zum Beispiel P-Address und geben uns die dann aus. Ich setze gleich noch einen Wert dafür. So, gut. Und das müssen wir halt jetzt hier, ich habe das Login-System nicht so gut erklärt. Wenn der Benutzer sich anmeldet, wird diese Session-Value, also merkt sich der Server halt seine Benutzer-ID. Und dann können wir daraus einfach ein SQL-Statement machen. Das ist jetzt ein stinknormales SQL-Statement. So. Und dann setzen wir ID gleich Session-ID. Sollte auch sicher vor SQL-Injections sein. Und dann einfach jetzt User gleich Statement fetch. Gut. Und dann ist die Address gleich User und Address hier als Key. Wer sich damit nicht ganz auskennt, wie das in PHP funktioniert, damit kriegen wir den Datenbankeintrag, damit kriegen wir diesen Datenbankeintrag hier raus und halt diese Key Values sind dann zum Beispiel Address oder Username, dann kriegen wir halt diese entsprechenden Werte raus. So, wo habe ich es denn hier? Genau, und dann können wir jetzt hier auch einfach die Address ausgeben. Und dann müssten wir jetzt hier das Ganze zu sehen bekommen. Genau, unsere Adresse. Da überweise ich mir ein paar Test-Bitcoins hin. Ich nehme ein paar von einem Faucet. So, das könnte vielleicht im bestimmten Fall ein bisschen dauern. Ich hoffe mal nicht. So, ich sende mir jetzt mal... ich fand die Seite eigentlich nicht so gut. Da gab es eine bessere. Das war hier die beste. Meiner Meinung nach. So. 6 plus 9, das ist 15. Adresse das. Und dann hier nehmen wir den Maximalwert. So, gut. Wurde gesendet.
die kriegen ja eine Transaktions-ID und können jetzt in einem Block Explorer nachgucken, wann das bestätigt wird. Gut, hoffen wir mal, jetzt kommt nicht der Vorführeffekt und das dauert wieder Ewigkeiten. Ne, den fand ich jetzt auch nicht so gut. Der war eigentlich der Beste. Oder ist es immer noch? Geben hier die Transaktions-ID ein. Ja. Jetzt müssen wir ein bisschen warten, bis das bestätigt ist. Wir könnten ja auch schon mal hier im Code dann einfügen. Received, wie bereits erklärt, können wir dafür diese Methode getRecevedByAddress benutzen. Ne, dafür müssen wir dieses JSON-Decode machen. Ich sollte mir dafür echt mal eine Funktion erstellen. GetRecevedByAddress und dann nehmen wir hier als Adresse, was mache ich gerade? So, hier, Address. Gut. Und dann wieder Resold als KeyValue. Und dann können wir jetzt auch hier schon mal den nächsten Absatz erstellen. In Balance. Und dann können wir jetzt hier sowas schreiben wie Total Received. Ja, funktioniert wieder super mit der Formatierung. So, und dann sollten wir jetzt hier sehen noch eine 0, weil das halt noch nicht bestätigt wurde. Das dauert jetzt noch ein bisschen, gibt es währenddessen in der Zwischenzeit vielleicht schon ein paar Fragen. Ja? Du hast ja jetzt ein Spend Value quasi nur lokal. Wie bitte? Du hast ein Spend Value, ja, lokal. Spend Value, ja. Spend Value in deiner Datenbank. Hast du nicht Sorge, prinzipiell jedenfalls, dass es quasi auch synken könnte mit dem Rest des Netzwerkes, denn. Nein, denn. Request ist jetzt ja quasi den offiziellen Income, ja. Aber, also das offizielle Eingang an Geld, aber nicht. Das könnte passieren natürlich, wenn halt der Admin ziemlich dumm ist und die Bitcoins ausgibt, aber man könnte dann ausrechnen, wenn man mit GetBalance, wo man die gesamte, also die ganzen Adressen, die werden alle in einem Wallet gespeichert. Mhm. So. Und man könnte jetzt mit GetBalance sich das gesamte Vermögen von der ganzen Adresse anzeigen lassen und dann das halt von des, und dann halt die Spended Values von den verschiedenen Usern auch noch addieren und das dann davon subtrahieren. Und dann bekommt man als Ergebnis die entsprechende restliche Anzahl an übrig gebliebenen Bitcoins, welche dem Admin dann noch zustehen würden. Und dann kann man die auch frei ausgeben und an wen anders schicken. Weil bei List, weil das List Received by Address, womit wir den Kontostand abfragen, damit fragen wir nicht den aktuellen Wert ab, damit fragen wir den Wert ab von den jemals empfangenen Bitcoins, sprich die jemals darauf angekommen sind. Gut, dann hoffe ich mal, dass es jetzt bestätigt wurde. Schau mal hier nach. Nein. Warum gibt es denn kein, oder gibt es eine Funktion, mit der man den aktuellen Wert abfragen kann? Es gibt da sowas, ja, tatsächlich, aber das ist ziemlich nachteilhaft, wenn man einen Shop baut, weil dann wird das auf den, weil man kann sagen, wie der Admin will, dann das Geld von dem Shop alles auf eine andere Adresse abheben. Man kann bei Bitcoin nicht von bestimmten Adressen senden, also geht technisch gesehen schon, ist aber relativ schwer. Man kann nicht von bestimmten Adressen senden. Und deswegen muss man das, wie kann ich das am besten erklären? Also wenn man ein Online-Wallet bauen will, dann ist das auf jeden Fall die einzige Möglichkeit mit dem Kontostand. Aber in so einem Shop ist das ziemlich unvorteilhaft, weil dann kann man nicht alles abheben. Sprich, sagen wir, der Admin wird dann alles abheben, da wird der Nutzer nicht wissen, wie viel er jetzt noch zur Verfügung hat. Dann müsste das in einer Datenbank gespeichert werden, das aktuelle Vermögen. Und das wäre nicht so gut, wenn sich das halt ändert, weil dann ist es in der Datenbank nicht mehr live. Gut, so. Das heißt, wenn ich in meinem Shop Geld kriege, also Bitcoin kriege von meinem Nutzer, ja. Ich den diese Bitcoin dann ausgeben möchte, obwohl der Nutzer diese Bitcoin eigentlich in meinem Shop noch gar nicht ausgegeben hat, quasi. Für den Fall. Ja, tatsächlich, aber dafür habe ich ja gerade erklärt. Das war der Fall, den du gerade, also nur ob genau. Ich den Fall gerade richtig genau. Verstanden habe. Ja, das stimmt schon. Okay. Aber da gibt es halt den Spendedwert und damit lassen sich dann die berechnen, die schon ausgegeben wurden. Okay, und das ist der Grund, warum du diesen Umweg über das genau. Gesamtding und so genau. machst. Okay. Genau, weil, ja. Das gut. Heißt, eigentlich kauft man nichts in deinem Shop per se, sondern man kriegt erstmal Guthaben in deinem Shop. Genau, eigentlich zahlt man an seine Bitcoin-Adresse, die man hier dann bekommt. Okay. Zahlt man ein Guthaben und das bekommt man dann halt und dann kauft man was im Shop und dann wird das halt von dem Guthaben abgezogen. Okay, jetzt bin ich bei dir. Genau.
Aber die Regel nicht vergessen, man hat in dem Shop halt nicht sein Private Key und not your key, not your Bitcoins. Das ist auch der Grund, warum ich glaube, irgendeine große Börse wurde mal gehackt. Ja, Mt. Gox. 2014, da... Die es geschafft haben, das rückgängig zu machen, weil die ganzen Sachen noch nicht auf der Chain gemacht wurden. Und die haben halt innerhalb von ein paar Stunden reagiert, haben halt ganz dann nur 50 Accounts involviert und haben die dann halt in der internen Datenbank alle rückgängig gemacht und fertig. Ach so, ja, bei den internen Datenbanken nutzt dann... Binance, die waren das. Binance, ja, das könnte sein. Ja, bis... So, ja, ein bisschen peinlich jetzt, dass das gerade noch nicht aufgeladen ist. So. Gut, dann müssen wir noch kurz leider ein bisschen warten. Wie unterscheidet sich das Testnet von dem Nicht-Testnet? Im Testnet gibt es halt die Coins umsonst, die kriegt man umsonst, weil das Testnet wird auch ab und zu resettet, also das letzte Mal war schon wieder 8 Jahre her. Und das dient halt dazu, das Ganze zu testen. Da werden neue Protokollerweiterungen auch drin getestet, logischerweise. Und ja, die Blöcke sollten auch eigentlich schneller bestätigt werden. Und da, der feine Unterschied ist auch, die Adressen starten mit A2 und nicht mit A3 oder mit A1 wie im Mainnet. Genau, und die Blockchain ist halt eine komplett andere Blockchain. Das ist halt eine mit einem anderen Anfangsblock. Und die ist auch nur, also die ist auch nur in Anführungszeichen 30 GB groß. Boah, das heißt, wer sind da die Miner? Da gibt es ganz viele, denn die Sache ist, das habe ich noch vergessen zu sagen, der Mining im Bitcoin-Testnet, das wurde so gemacht, dass die Difficulty, also die Schwierigkeit, anders ansteigt. Sprich, wenn nach 20 Minuten kein Block gefunden wurde, wird die Schwierigkeit wieder komplett auf 0 zurückgesetzt, deswegen ist Mining da, verbraucht kaum irgendwelche Ressourcen. Ja. Ist halt deshalb auch nicht so sicher, da wirklich Werte zu speichern, weil könnte halt passieren, dass da 51% Attacken ziemlich einfach möglich wären. Aber besser nur das Testnet. Ja, genau. Ja. Wir sollen 20 Minuten warten. Eigentlich nicht. Eigentlich soll es schneller gehen. Also, als ich es zu Hause mal getestet habe, kam die nach 2 Minuten an. Tatsächlich. Obwohl die Blockzeit eigentlich ziemlich gut beträgt. Aber tut mir jetzt ein bisschen leid auch. Aber ja, was soll man machen? Könnt ihr währenddessen vielleicht noch ein bisschen was zur... Na, da gibt es auch nicht so viel zu sagen zur API hier. Gibt auch ein paar coole Commands. Kannst auch den Private Key zeigen lassen. Andere Wallets laden. Genau, zu Labels kann ich noch was sagen. Ich speichere die Adressen hier mit Labels ab. Get Addresses by Label, das kann ich auch mal kurz zeigen hier. So, und dann kriege ich jetzt alle Adressen, die unter dem Label Emil registriert wurden und die werden unter einem Label registriert. Das habe ich ja hier im Quellcode gemacht bei Signup. Hier, wo waren das? Mit der Adresse, genau hier. Und da wird halt das jetzt Parameter übergeben, das Label. Und dann nutze ich halt hier den Username, den der Nutzer auch angibt. So, vielleicht hat sich jetzt was getan. Nein, hier. Nein. So. Das können wir hier auch besser erkennen. Ja. Also in der Zwischenzeit habe ich hier eigentlich nur ein. Ich hoffe, ihr seid. Ja, ich hoffe, wir können so ein bisschen eure Aufmerksamkeitsspanne noch zum Ende hin bewegen. Ich habe hier in der Zwischenzeit nur rangezoomt und die Bitcoins kamen an. Ich habe mir auch nochmal neben den 0,01, die ich mir gegeben habe, nochmal 0,0001 gegeben, einfach nur um sicher zu gehen. Ja, und die kamen jetzt an. Und dann können wir jetzt noch ein bisschen rumspielen. Also, so, gehen wir mal zurück in Quellcode. Und dann können wir jetzt hier, wir waren dabei stehen geblieben, dass wir uns jetzt die jemals, hier, wo war das? Indem wir uns jetzt den, die hier jemals empfangenen Bitcoins einfach anzeigen können. So, und jetzt wollte ich ja zeigen, wie das funktioniert, indem wir uns jetzt die komplette Balance anzeigen lassen, mit diesen, ja, Formel kann man es jetzt nicht nennen, gemacht habe. Jetzt, ja. So. Und die kann man einfach berechnen, indem man halt, wie bereits gesagt, die Balance ist dann gleich das jemals empfangene minus das, den Spendenwert vom User. Und ja, dann zeige ich das nochmal hier. Da wurde das ausgelockt.
Genau, der Spinnet-Wert war ja jetzt, hatten wir letztens hier noch auf 0 gesetzt, deswegen müsste hier auch als Dingsens rauskommen, bei müsste hier auch gleich angezeigt werden, dass hier nur immer noch 0,0101 da stehen. Und dann kann man hier einfach Balance, gebe ich das mal aus. So. Gut, dann müssten wir jetzt sehen. Steht immer noch 0,0101. Ne, 0,0101. So, gut. Und dann könnten wir jetzt, wenn wir sagen, der Nutzer kauft jetzt etwas für 0,0001 Bitcoins, dann können wir das jetzt einfach bei Spendit eintragen. Ich habe jetzt kein komplettes Shop-System implementiert. Müsste man halt manuell implementieren mit einem Skript, der das dann auch in die Datenbank einträgt, was halt auch das Spendit-Wert überprüft wird, dass der nicht 0 unterschreitet. Ja. Dann setze ich das jetzt hier mal auf den Wert, der gespendet wird, wurde. Und dann können wir jetzt nachgucken. Und wir sollten jetzt hier 0,01 rausbekommen. Dann ist das nur noch übrig. Das wird jemals empfangen. Das ist nur noch übrig. Dein Float Errors. Und dann könnte man hier noch sowas ranfügen wie, keine Ahnung, spendet all. Ah, dann machen wir mal total spendet. So. Ah, ich habe hier keine Spendet, weil ich mal das hier. Spendet. Gut, und wenn wir jetzt nachgucken, funktioniert alles. Wir könnten jetzt hier auch einen Withdraw machen, dass der Nutzer sich das auch wieder ausgeben oder abheben kann. Das habe ich vorher noch nicht programmiert, das, da mache ich jetzt den Live-Coding, hoffe mal, das geht gut. Ich hoffe, ich habe Withdraw? Okay, ich weiß gerade nicht so gut genau. So, da wollen wir einfach eine Form ein. So, über Post. Dann können wir jetzt hier einfach nochmal die Address und das ist dann gleich ein Input. So, dann jetzt noch ein Submit-Button. So, designen wir nochmal ein bisschen schön. So, gut. Dann nochmal Form schließen. So. Und jetzt noch hier die Logik einbauen, sage ich, nenne ich es mal. Checken, ob das. Also, wer jetzt nicht weiß, was ich gerade gemacht habe. So. Ich habe hier. Wenn man jetzt diese Form abschickt, ruft er diese URL auf, halt mit Withdraw 1 und hier überprüfen wir, ob Withdraw halt gesetzt ist im Get URL. So, und dann können wir jetzt einfach hier machen. Ja, ich sollte vielleicht noch angeben, wie viel der abheben will. Ja. Du hast bei dem Value in der Zeile 61 im Moment noch ein I zu wenig, glaube ich. Wie bitte? Ja, ich sehe tatsächlich auch. Ah, nee, das liegt hier an, weil der, kein Tech, weil der Tech nicht geschlossen ist. Nee, da steht Withdraw. Oh ja. Genau. Ja, ist ja kein Live-System. ja, Name gleich Amount. Und dann nochmal ein Line Break. So. Gut. Und dann können wir jetzt hier nachgucken, ob die. Ja, machen wir das jetzt am besten. Ob die Balance minus die. Ah, ich hol mir lieber das hier nochmal. Eine schönere Variablen Namen. Und dann müssen wir nachgucken, ob die. Also die Amount darf kleiner oder gleich. Der Balance sein, ist ja klar, wir sollen ja nicht mehr ausgeben, als wir haben. Oh ja, irgendwie sieht das falsch aus. Schreibt man das nicht so? Ja, dann so. Genau, und dann geben wir halt einen Error aus, die machen das mir ein bisschen hässlich. ja, und dann können wir ganz einfach hier machen: Send to Address. Nehmen wir das einfach angeben. Ja, Address war hier
Post, Address, die Amount war, ja, Amount halt. Und Kommentar brauchen wir ja nicht unbedingt. Ganz kurz, ich hatte noch, ja? Ganz kurz, wenn der Amount kleiner, müsste es nicht größer sein, wenn ihr mehr als die Balance abnehmen wollt? Oh, ja. Okay. Gut, danke. Ja. Kann mal passieren. So, ja, was habe ich dann noch hier? Kommentar brauchen wir jetzt nicht. Kommentar brauchen wir auch nicht. Das ist wichtig, das müssen wir auf jeden Fall auf True setzen. Das ist das Subtract from Fee. Sprich, wenn wir jetzt eine Transaktion machen und wir geben, das ist auf False gesetzt, und wir senden ein Bitcoin, dann senden wir ein Bitcoin und noch ein paar gequetschte wegen der Transaktionsgebühr. Dann bekommt der Empfänger zwar ein Bitcoin, aber wir verlieren ein bisschen mehr. Das müssen wir jedoch auf True setzen, denn dann, wenn wir ein Bitcoin senden, senden wir auch nur ein Bitcoin, aber der Empfänger bekommt nur 0,99 irgendwas, halt noch ein paar gequetschte, wegen der Transaktionsgebühr. Und irgendwas ist hier, nee, ist doch nichts falsch. So, und dann würde ich sagen, sollte das so funktionieren. Ah ne, ich müsste dann noch logischerweise den Balance-Wert, den Spendet-Wert noch auf diesen Wert setzen, dass der halt nicht mehr so viel zur Verfügung hat. So, dafür machen wir dann. Ach, Mist, wie geht denn das gerade? Update, irgendwie mit Update. Und ich bin jetzt nicht so. Kennt sich jemand gut mit MySQL aus? Oder mit SQL-Commands? Was möchtest du machen? Ich will einen Wert updaten. Ja, Update, Wertname set, Spaltname gleich, die beginnt. Danke. Update, wie bitte? Nochmal. Tabellenname? Ja. Set, oder der ganze Ja. Der Column Name? Wie bitte? Den Spaltenname, den du haben willst. Du willst ja noch. Ja, Spendet. Ja. Where? Spendet, minus wahrscheinlich. Nee, plus ist nur Nee, du willst das alte nehmen, plus Amount, ne? Ja. Dann plus, also, plus gleich dann? Spendet, nee, gleich Spendet plus Punkt Amount und dann als Parameter rein. Ja, ich hätte das halt jetzt dann den Wert im gleichen Set dann so gemacht. Okay, und dann Where ID gleich. Das war jetzt nicht doch ein Bitcoin. Nee, das ist PHP. Das ist PHP. Ja. So, gut. alles gut. So, gut. Dann ist Amount gleich. Also die Amount, die hinzugefügt werden soll, ist dann hier die Amount logischerweise. Und dann ist hier die ID, die. Oh ne. ID gleich. Wie haben wir das genannt? Session, die User-ID halt. So, gut. Hier noch ein Semikolon. Und dann sollte das jetzt im besten Fall funktionieren. Wie bereits gesagt, über Bitcoin CLI können wir uns das auch angeben lassen, indem wir uns die allgemeine Balance anzeigen. So, ich setze hier nochmal kurz den Spendet-Wert wieder zurück auf 0, weil wir haben das ja eigentlich gar nicht ausgegeben. Oder wobei, könnte ich auch so lassen. So, und wenn wir jetzt hier was angeben, ich nehme, welche Adresse nehme ich denn jetzt hier? Ich nehme mal hier diese Rückgabeadresse. So. Und dann. Ja, das muss hier weg. Und dann nehmen wir jetzt als Amount mal hier die restlich verfügbare Balance. 0.01. So. Und dann hoffen wir, dass es klappt. Nein. Du hast ein kleiner, leicht zu einem kleiner gemacht. Wo? Hier? Ja, es muss ein größer sein. Nein. Das Gleichheitszeichen weg. Ach so, gut. Okay, danke. Ja, wie bereits gesagt, macht das gerade live, aber es noch nicht vorher getestet. So. Er hat vor allem nicht getestet, dass er sich zwischendrin geirrt hat. Ja. Können wir uns mal ein bisschen nachgelassen. So, sollte geklappt haben. Wir können jetzt hier nochmal nachgucken mit Get Balance. Okay, das ist nicht sehr gut. So, dann können wir uns. Dann geben wir hier einfach mal die Return Value. Und dann. Geben wir uns nochmal als Debug-Log aus. Gut, schauen wir nochmal nach. Nein, falscher Tab. Doch, wurde ausgegeben. Balance 0, Spendet hier. Also, ah nee, das ist das. Doch nicht, das ist das. Es wurde in der Datenbank gehabt, aber es wurde nicht auf der Blockchain gespeichert. So. Dann sollte ich das hier nochmal schnell ändern. Kann es einfach sein, dass deine Transaktion jetzt noch pending ist? Nein, da wird er schon weg. Dann wäre das hier schon, dann würden wir hier sehen, dass hier nur noch 0 verfügbar ist. So. Gut. Error. JSON. Okay, dann schaue ich noch mal kurz in die Documentation. Oh.
Ne, Central Section, sorry. Central Address, das war's, genau. Und wo ist jetzt der Fehler? Okay, ja, dann setzen wir hier die Parameter nochmal. Withdraw. So. Gut, das sollte eigentlich jetzt funktionieren. Tut's bestimmt trotzdem nicht. Aber werden wir dann sehen. So. Okay. Problem fürs nächste Mal. So, dann fügen wir jetzt hier die Adresse ein und geben hier jetzt super, weiß auch gerade nicht, wo der Fehler liegt. Naja, passiert, wenn man live codet. Ja, würde ich mir nochmal später angucken, aber ich glaube, das war's dann erstmal jetzt vom Vortrag. Gibt's noch irgendwelche Fragen? Ja, ich habe eine. Ja? Und zwar, du hattest ja gesagt, direkt mit dem Bitcoin-Netzwerk interagieren, aber ja, wie ich das richtig sehe, ist zumindest in diesem Teil jetzt quasi immer API-Interaktion mit dem. Mit dem Netzwerk? Mit dem Bitcoin, der lokal läuft und dann ja. Das ganze. Eigentlich quasi Kryptogramm bleibt. Passt pro Foto. Hast du das Protokoll darunter auch angeguckt? Ach, das Bitcoin-Protokoll selbst? Ja, also, genau. Du könntest ja im Prinzip auch direkt mit deinem Node reden, anstatt jetzt quasi mit dem lokalen Node zu reden, der ja dann. Ja, ich habe mir das Protokoll tatsächlich angeguckt. Das wird natürlich auch. Also, das Protokoll. Das Bitcoin-Protokoll, das ist. Also, ich wäre natürlich auch möglich, aber das wäre nicht empfehlenswert, weil dann müssten wir. Wenn wir zum Beispiel dann. Wie heißt es? Zum Beispiel die Kontostände oder so abrufen. Dann, das geht dann sehr schwer, dafür müssten wir die Blöcke in binär einlesen und das halt, das Senden an sich von den Transaktionen wird so natürlich gehen, klar, aber allein das Signieren von den Transaktionen und das allein auch den Kontostand überprüfen, das ist damit sehr schwer möglich. Also dafür müsste man dann direkt in das Verzeichnis eingreifen und das, ja. So, sonst noch welche? Okay, gut, ja. Ich wollte vielleicht noch sagen, wenn ihr vielleicht noch irgendwelche Fragen dazu habt, ich habe es zum Teil schon mal fertig programmiert, wendet euch ruhig an mich, denn ich sehe teilweise, also online habe ich schon sehr unfaire Preise gesehen, weil Leute verlangen für so ein Shop-System sehr viel, für so wenig Arbeit. Gut. Ja, also wenn ihr Fragen habt, fragt mich gerne, bin IRC immer da, als Emil Engler. Gut, dann das war's. Gut. Ja. So.